Das Wichtigste für einen Gärtner ist natürlich humusreicher Boden, damit die Pflanzen kräftig und stark wachsen. Und das ganze organische Material hier hilft natürlich sehr, Humus aufzubauen. Und in dem Video möchte ich euch meine Tipps und Tricks mitgeben, wie ich schnell und effektiv guten Humusboden aufbaue. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und bevor wir zu den Tipps und Tricks kommen, erstmal, was versteckt sich hinter dem Begriff Humus? Das ist aber nichts zum Essen. Das schreibt man nämlich mit Doppel-M. Sondern ich meine das, was ja Teil des Bodens ist, beziehungsweise der Erde. Und in Wikipedia habe ich mal ein bisschen nachgeschaut, auch wenn Wikipedia bei manchen Sachen nicht so eine seriöse Quelle ist. Aber jedenfalls habe ich da trotzdem mal ein bisschen nachgeschaut. Und Humus ist Teil der gesamten organischen Bodensubstanz. Und das Wichtigste dabei ist die Aktivität der Bodenorganismen, Edaphon, die für den Aufbau, Auf-, Um- und Abbau des organischen Materials sorgen und somit den Humus aufbauen. Und weiter unten, also später habe ich ein bisschen runtergescrollt, habe ich ein bisschen gesucht. Es kommt halt viel weniger auf die Nährstoffe drauf an, sondern um die großen Mengen an organischem Material, die verarbeitet werden. Also für mich auch so ein Hinweis dafür, Nährstofftheorie ist vollkommener Quatsch für mich, in meinen Augen. Habe ich aber auch schon, bevor ich das Buch von Herwin Pommeresche gelesen habe, habe ich letztens oder kürzlich gemacht und schon vor meiner Rohkostreinigung habe ich auch schon die Erfahrung, dass die Nährstofftheorie sowieso nicht stimmt von der Wissenschaft. Deswegen jetzt hier meine Tipps und Tricks, wie ich Humus aufbaue bzw. das Bodenlabel fördere. Der wichtigste Punkt gleich zuerst, das gehört für mich sozusagen schon als Pflicht im Garten, den Boden bedecken bzw. mulchen. Ich nutze da wirklich jegliches organisches Material. Jetzt momentan im Herbst ist ja viel Laub angefallen. Dann nutze ich auch manchmal gut verrotteten Holzschnitt, Hackschnitzel oder auch Sägespäne, die etwas länger liegen. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil da vorher die Pilze mit ihren Myzelen das vorverrotten müssen. Sonst im Sommer Grasschnitt, fällt auch jede Menge an. Und sonst, wenn ich mal wirklich nichts habe, dann nehme ich wirklich meine eigenen Küchenreste. Also zum Beispiel Kaffee von meinen Eltern, Kartoffelschalen, Gurken, Melonenreste oder so, schmeiße ich auch alles wirklich ins Beet mit rein, auch wenn es nicht so ganz schön ausschaut. Und vielleicht die Nachbarn ein bisschen wundern, was der Junge da gerade wieder macht. Jedenfalls ist es halt für mich wichtig, den Boden bedeckt zu halten. Da trocknet er erstens nicht so schnell aus. Und die Mikroorganismen und auch die Bodenlebewesen mögen es halt etwas feucht, um arbeiten zu können. Und das ist halt auch dementsprechend sehr wichtig, warum ich auch gerne im Sommer mulche, muss ich auch weniger gießen. Und die tun es dann immer nach und nach zersetzen. Ich mache da meistens, je nachdem wie viel Material ich habe, 10 bis 20 cm eine dicke Schicht. Und das zersetzt sich auch in Handumdrehen. Also das Grasschnitt ist bei mir meistens nach 4 bis 6 Wochen wirklich weg. Und das ist wirklich eine sehr schöne Möglichkeit, die ich auch nur jedem empfehlen kann. Mulcht eure Böden. Als Beispiel dafür in der Natur, zum Beispiel im Wald, ist der Boden auch fast nie offen. Der nächste Punkt ist für mich mindestens genauso wichtig wie das Mulchen, und zwar fermentiere ich sehr gerne, beziehungsweise ich fermentiere alle Küchenreste, die bei mir im Haus so anfallen, in solchen Eimern. Luftdicht verschließbare Eimer nutze ich hier. Das sind hier meine Bokashi-Eimer, die habe ich jetzt auch nicht. Das ist wirklich nur ein Eimer, da habe ich auch keinen Rohr oder sowas reingebohrt, muss man nicht unbedingt machen, wenn man den Saft nicht haben möchte, auch wenn es ein super Flüssigdünger ist, wegen den Mikroorganismen, weil die sorgen dafür, dass die Pflanzen kräftig werden, weil die über ihre Feinwurzeln aufnehmen. Jedenfalls, Bokashi ist sowieso ein heikles Thema, diese Eimer und die effektive Mikroorganismen, das ist eine reinste Industrie aufgewachsen, das weiß ich auch, dass da sehr viel Geld damit gemacht wird, obwohl die Methoden sehr einfach sind, also man braucht nur zur Bäckerei gehen oder zum Metzger oder ich bekomme die Eimer. Das sind 100 Stück Meisenknödel von einem berühmten Gartencenter. Diese Eimer bekommt man überall. Und da muss man wirklich auch keinen zweiten Eimer reinmachen. Ich mache das wirklich schon seit einem Jahr ohne. Und da muss man sich nicht diese teuren Eimer für 70 Euro
kaufen, weil ich dann sowieso sehr viele bräuchte, weil diesen 10 Kilo Eimer hier, der ist ganz schön groß, den fülle ich in 3 Tagen. Und ich habe ungefähr 20, 30 Stück von denen, weil ich die wirklich so schnell fülle. Ja, so viel fällt bei mir an. Und die effektiven Mikroorganismen genauso, da wird auch ein Heidengeld draus gemacht, aber die kann man sich auch ganz einfach selbst herstellen. Jeder, der schon mal Sauerkraut gemacht hat oder Kefir, glaube ich, also mit Milch fermentiert hat, Kombucha gemacht hat oder Brottrunk, das sind alles effektive Mikroorganismen. Macht einfach Sauerkraut mit Brennnessel von draußen, von eurem eigenen Kohl, mischt es da, nimmt irgendwas vom Wald auch noch, Pflanzenreste, schneidet euch was ab, fermentiert es, habt ihr genug Mikroorganismen, fermentiert es und habt ihr tut dann den Saft rausnehmen und tut den dann mit Zuckerrübenmelasse vermehren. Dann habt ihr auch eure eigenen effektiven Mikroorganismen für den Bokashi. Ist auch wirklich sehr empfehlenswert und wie gesagt, Bokashi ist für mich sozusagen ein Muss. Also das ist wirklich pures Leben und wenn ich den einarbeite im Garten, dann sind die Sachen nach circa 4 bis 6 Wochen nicht beim Boden aufzufinden und die Pflanzen bekommen wirklich einen Schub, weil alles milchsauer vergoren ist bzw. fermentiert ist, alles vorverarbeitet und die Struktur bleibt natürlich auch so. Also manche haben mich dann geschrieben, das wird dann noch wie Kompost und es verrottet. Nein, die Mikroorganismen, die tun das dann wirklich anaerob fermentieren lassen. Da kommen auch keine Schimmelbakterien, wenn es richtig gemacht ist. Der pH-Wert ist auch niedrig, ungefähr bei 3 bis 4. Und es riecht auch wirklich dann auch milchsauer vergoren. Falls sich noch einige fragen, was alles genau ich in meinen Bokashi rein tue, das verlinke ich euch in der Infokarte des Videos. Weil wir gerade beim Thema Bokashi gewesen sind, ein wichtiger Inhalt, den ich jetzt auch in den Bokashi mit rein tue, ist Pflanzenkohle und auch meinen eigenen Kot und Urin. Und das sind für mich sehr wichtige Bestandteile. Fangen wir mit der Pflanzenkohle an. Also die Pflanzenkohle, die stelle ich auch her, selbst. Verlinke ich euch auch oben in der Infokarte. Das ist halt einfach, dass ich hier Holz mit Hilfe einem Pyrolyseverfahren, also Holzvergaser sozusagen, dass nur noch der Kohlenstoff übrig bleibt und beim Ablöschen mit fermentierten Urin, da saugt die sich schon mal mit Leben voll, also mit Mikroorganismen aus meinem Körper zum Beispiel, dass sie dann dort diese Poren bilden und dort siedeln sich natürlich auch wieder Mikroorganismen an. Und ich sehe halt der Grund, viele sagen ja, man darf sie ja halt nicht unaktiviert in den Boden einarbeiten, weil sie dann sonst die ganzen Nährstoffe mit aufsaugt. Ich sehe es eher, dass sie dann mehr die Mikroorganismen mit aufsaugt, die sich dann dort ansiedeln, die in der Pflanze zum Beispiel nicht zur Verfügung stehen. Und deswegen tue ich auch die Pflanzenkohle da mit rein in meinem Bokashi, klein geschlagen, damit die eine höhere Oberfläche hat und die Poren natürlich auch ein bisschen vorhanden bleiben, dass sich halt da besser die Mikroorganismen ansiedeln können. Ich habe da wirklich schon gute Erfahrungen gemacht. Das ist natürlich auch wieder zwiespaltig. Manche glauben nicht daran. Ich mache das und habe auch, wie gesagt, jetzt hier gute Erfahrungen. Ihr könnt mir glauben, ihr könnt auch euer Ding machen, ist mir relativ egal. Jedenfalls. Dann das zweite sind natürlich auch die Ausscheidungen. Wie gesagt, dazu gehört auch unsere eigenen Fäkalien. Und wenn ihr zum Beispiel Medikamente nehmt, dann ist es halt auch dementsprechend wichtig, warum ihr die Medikamente nehmt und auch hier die Ursachen bekämpfen und nicht einfach so sagen, ja, das hängt halt viel mit der Lebensweise von den Menschen zusammen, warum sie Medikamente nehmen. Da habe ich auch eine ganz andere Sichtweise, gehört aber zu einem anderen Video. Jedenfalls den eigenen Kot auch fermentieren lassen. Da gibt es auch Trockentrenntoiletten. Das ist viel besser und viel nachhaltiger für unsere Umwelt halt auch oder für unsere Natur anstelle von diesen Kläranlagen mit den ganzen Nitratbelastungen, die auf uns zukommen. Deswegen eine Trockentrenntoilette. Wir sparen uns auch Wasser und meine eigenen Ausscheidungen, da ist es halt wichtig, mein Kot, der riecht nicht. Also wegen meinem Essverhalten, der riecht da wirklich nicht. Wenn euer Kot wirklich riecht, verfault oder einfach unangenehm riecht, sagen wir mal so, dann fault es entweder in eurem Darm oder es gärt. Und das sind keine guten Zeichen. Dann sollte man wirklich auf sein Essverhalten nochmal ein bisschen überdenken und auf seinen Körper nochmal reinfühlen, ob das wirklich gut ist, was man seinem Körper so ertragen lässt. Aber das sind wirklich wichtige Bestandteile, auch wenn jetzt wieder manche sagen, ei, das ist doch ekelhaft und
ich möchte nicht in meinem, Beet kacken oder sowas und das einarbeiten. Das ist unhygienisch. Also mit der Fermentation ist es nicht mehr so unhygienisch. Das riecht gut. Das ist wirklich ein sehr gutes Zeichen bei mir auch. Und da sind auch die meisten schädlichen Bakterien oder so ziemlich alle durch diesen anaeroben durch die anaerobe Verarbeitung sind dann natürlich auch schon wieder verschwunden oder nicht mehr so gesundheitsschädlich. Seine eigenen Ausscheidungen kann man natürlich auch gut in einem separaten Kompost mit dazugeben. Und Kompostwirtschaft bzw. einen eigenen Komposthaufen zu machen, ist für mich auch ein wesentlicher Bestandteil für einen guten Humus. Da gehe ich aber so vor, dass ich den mit einem Heißrotteverfahren so circa 30 Tage, je nachdem wie das Wetter ist und auch wenn ich ihn auf die Temperatur von 60 Grad halte, dazu habe ich auch ein Video schon gemacht, dass ich den da wirklich vorverrotten lasse, dass der so halb verrottet ist, weil für mich ist der beste Kompost der halb verrottete und nicht der fertige Kompost, weil in einem halb verrotteten Kompost sind noch am meisten Lebewesen, sind doch die Mikroorganismen am aktivsten, da sehe ich auch überall Regenwürmer und in dem fertigen Kompost, da zieht sich ja das ganze Leben schon zurück. Die Mikroorganismen, die Regenwürmer und wie gesagt, für mich ist natürlich das Edaphon bzw. die Mikroorganismen das Wichtigste, die für ein gesundes Pflanzenwachstum sorgen. Das heißt, ich mache einen Komposthaufen, wende den so, bis der halb verrottet ist und dann schmeiße ich den auf die Felder oben drauf bzw. auf meine Beete, damit der weiter dort verkompostieren kann als Flächenkompost. Also ich mache das ungern als fertigen Kompost, lass den 2 Jahre liegen oder irgendwie sowas. Macht mein Vater, machen auch viele, die das so gelernt haben. Ist ja nichts dagegen einzuwenden, aber ich mache das halt wirklich so, halt dort, wo die Verrottung bzw. die Verkompostierung stattfindet, dort sollen auch die Pflanzen wachsen, denn dort, wo Humus ist, wachsen in der Regel Pflanzen bzw. ohne Pflanze kein Humus und ohne Humus keine Pflanzen. Also dort, wo es wächst, dort entsteht auch Humus. Und da kommen wir auch zu dem letzten Punkt, und zwar das Wachstum. Wie gerade erwähnt, Pflanzen brauchen Humus und sie schaffen natürlich auch Humus, weil die sich mit ihren Wurzeln, bringen sie erstmal Sauerstoff in den Boden für die Mikroorganismen und für die Regenwürmer zum Beispiel, damit die dort arbeiten können. Also lockern den Boden auf. Mit ihren feinen Wurzeln bilden sie natürlich auch die ganzen Röhrchen bzw. Kammern oder die Lebensräume für die Regenwürmer und für die Mikroorganismen. Und es gibt noch sehr viele Pflanzen, die jetzt zum Beispiel mit ihren Wurzeln Stickstoff auch in den Boden mit reinbringen. Zum Beispiel die Leguminosen gehören dazu. Bohnen baue ich auch immer sehr gerne an. Andere Pflanzen, die ich auch sehr gerne Anbau sind zum Beispiel Gründünger, wie zum Beispiel Phacelia. Also Phacelia mag ich wirklich sehr und jetzt hier bei so einem warmen Winterwetter überwintert die locker, bildet sehr viel Grünmasse, ist super für Bienen und die kann man einfach dann einarbeiten ins Beet und das ist einfach eine super Pflanze, die das Bodenleben fördert. Gibt man auch natürlich andere Pflanzen, Beinwelle soll auch sehr gut sein, möchte ich auch dieses Jahr anbauen, weil die halt so viel Blattmasse bilden und das ist halt wirklich auch, Bäume sind wunderbar und 1A, deswegen bin ich auch ein Freund von Agroforst, das heißt, was man auf Äckern wirklich Bäume reinsetzt, weil die mit ihrem Laub, mit ihrem Wurzelwerk lockern sie den Boden auf, düngen den gleich mit dem Laub, fördern, bringen einfach Leben wieder mit ins Spiel und deswegen einfach bepflanzt eure Beete, lasst einfach nicht alles kahl offen stehen, mulcht zumindest und einfach pflanzen alles mögliche, kreuz und quer, Mischkultur, nicht unbedingt Monokultur, macht da eine Kohlpflanze hin, dann ein bisschen Tagetes, Kapuzinerkresse, Blumen zwischenrein, das mache ich eigentlich immer kreuz und quer und so baue ich wirklich sehr gerne und gut Humus auf, also während der Boden bepflanzt ist, wo ich ernten kann, weiß ich ganz genau, dort entsteht Humus. Das waren jetzt einige Methoden, die ich jetzt gerne im Garten nutze, um wirklich guten, lebendigen Humusboden aufzubauen. Wie gesagt, das sind jetzt so meine Sichtweisen und Erfahrungen und ich möchte auch niemanden jetzt ans Bein pinkeln, der sich jetzt davon getriggert fühlt, dass ich die Nährstofftheorie oder diese NPK-Theorie über den Haufen werfe und darauf keinen Wert lege.
wie gesagt, alles ruhig und sachte. Jeder soll seine eigenen Erfahrungen machen. Einfach in der Neutralität sozusagen das beobachten und aufnehmen. Einfach das Glas Wasser, was ich euch gerade gegeben habe, könnt ihr annehmen und neben dem einen Glas eurem aktuellen Wissen oder ja, eure aktuelle Sichtweise nebeneinander stellen. Ich erwarte von niemandem, dass er sofort meine Sichtweisen annimmt. Probiert es einfach selber aus und da einfach mal so ein kleiner Denkanreiz, zum Beispiel die verschiedenen Jauchen, die Brennnesseljauche, da habe ich mir jetzt mal das ganz genau angeschaut, da sind überall ja, Lebewesen, die das zersetzen und ich, ja, es riecht halt auch still, es vergärt halt auch diese ganzen Jauchen und da ist halt auch wieder Leben mit drin, genauso wie mit dem Gießwasser, dass da auch, wenn es grünes Plankton und Algen ist, das fördert für mich eher die, weil das halt Lebewesen sind, das fördert für mich mehr die, das Pflanzenwachstum. Überall sind ja Bakterien, wir sind auch in der Symbiose mit den Bakterien, überall auf unserer Haut, in unserem Darm und unser Darm spiegelt natürlich auch die Pflanzenwurzeln wieder. Das habe ich auch zum Beispiel bei Herwin Pommer-Eschig gelesen und es gibt natürlich auch Sinn, dass die Pflanzenwurzeln mit ihren Fallenwurzeln auch das gleiche wie unser Darm darstellen und wir verdauen natürlich auch nur mit den entsprechenden Mikroorganismen, uns geht es halt auch gut, wenn es unseren Mikroorganismen auch dementsprechend gut ist und deswegen habe ich auch diese Sichtweise, dass wir auch mit diesen Mikroorganismen in Symbiose gehen, die Pflanzen gehen mit ihnen in die Symbiose, auch mit den Pilzen, zählen natürlich auch damit dazu. Alles ist sozusagen in dieser Welt in einer Symbiose, hilft sich gegenseitig und deswegen ja, bin ich halt nicht so auf dieses getrennte Nährstoffding, also tote Materie und das zersetzt irgendwie die Pflanze und nimmt das irgendwie auf sich aus, sondern das ist einfach ein ganzer Organismus und Kreislauf. Aber damit möchte ich es natürlich auch belassen. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und nicht dabei vergessen, auf die Glocke zu drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und gerne freue ich mich auch, wenn ihr den Kanal weiterempfehlt. Freunden, Bekannten, Familie auf anderen Social Media Plattformen. Verbreitet einfach das Video zum Beispiel. Würde mich natürlich sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.